Und Epic, es geht wieder ab nach Hause, denn wir hatten einen richtig schönen Ausflugstag. Ich laufe hier gegen alles Mögliche. So, da hinten ist unsere kleine süße Stadt. Und Leute, wir sind schon richtig in Weihnachtsstimmung. Epic, wollen wir unser Haus eigentlich auch endlich mal mit Girlanden füllen? Schmücken. Ja. Unser Haus ist das Einzige, was außen noch nicht so schön aussieht. Das ist nicht schön. Nee. Wir müssen es sehr, sehr schön für Weihnachten natürlich dekorieren insgesamt. Machen wir auch die roten. Einen kleinen Kranz haben wir schon. Ja. Oh, ja. Okay, Moment. Ich würde sagen, wir holen mal welche ganz kurz und machen hier nochmal richtig schön die Fassade. Moment. Ich glaube, ich habe hier hinten noch welche. Und ich hatte recht. Okay, auf welche Höhe? Da oder hier? Ich würde die vielleicht... So? So zwischen die Fenster, ja. Okay. Dann können wir die bis hier vorne natürlich hinführen. Hier kommt auch noch was hin. Zack, oh, wie schön. Das sieht richtig, richtig nice aus. Und ich bin so gespannt. Ich glaube, dann sehen alle Häuser wirklich richtig weihnachtlich aus. Ja. Hier kommt auch noch eins hin. Hier und hier. Und dann haben wir einmal rundherum eine richtig schöne Girlande. Perfekt. Okay, dann können wir auch innen noch mal gucken, ob wir noch irgendwas verbessern wollen. Ja, ist ein bisschen schade, dass es nicht über die Fenster geht. Hey! So, bitte einmal ganz kurz reingehen. Oh, sehr gut. Was ist das denn hier? Ihr wollt eure Katze wieder? Oh. Dann beeilt euch. Trefft mich im Fichtenwald. Oh nein. Warte mal, unsere Katze ist weg. Tatsächlich? Warum ist sie weg? Katze? Was ist denn da los insgesamt? Hey, warte mal, das ist doch eine Drohung, oder? Das ist eine Drohung, hundertprozentig. Irgendjemand hat unsere Katze einfach entführt und wir müssen ihn im Fichtenwald treffen. Okay, also der Fichtenwald geht hier rechts rein. Der ist ziemlich groß. Sollten wir uns irgendwie ein Schwert machen oder sowas? Ich weiß nicht. Ich glaube lieber mal schon. Ja, ich guck mal, dass wir uns ein bisschen ausrüsten. Wer die Katze hier entführt hat. Vor allen Dingen, wenn er doch sowas schreibt, dann ist es auf jeden Fall irgendwas. Der will was. Der oder diejenige, die das geschrieben hat, der will was von uns. Und ich weiß nicht was. Also vielleicht wollen die Geld oder vielleicht wollen die unser Haus. Stimmt. Vielleicht wollen die uns auch nur ärgern. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube... Vielleicht wollen die Cookies haben von uns. Ja, das wäre ja in Ordnung. Ich hoffe nur nicht, dass es halt irgendwas komplett Doofes ist. Okay, ich mache mir sicherheitshalber definitiv ein Schwertchen. Ja, das mache ich auch. Dass wir ein bisschen gut ausgerüstet sind. Und dann geht's ab in den Fichtenwald. Die Sonne geht, glaube ich, fast schon unter, ja. Okay, wir sollten definitiv aufpassen, aber unsere Katze, die muss gerettet werden, egal wie. Dann lass mal hier nach hinten in den Fichtenwald rein. Und ich bin so gespannt. Ich hoffe, wir finden unsere Katze natürlich auch überhaupt. Nicht, dass wir die irgendwie nicht finden. Stimmt. Und bislang sehe ich auf jeden Fall nichts. Also da hinten fängt schon wieder ein anderes Biom an. Hier ist keine Katze. Katze, wo bist du? Ich sehe weiter gar keinen. Nein, ich sehe auch keine. Wir können auch ein bisschen weiter nach rechts gehen. Wir müssen wirklich alles ablaufen. Eventuell geht es auch irgendwie in eine Tür nach unten oder ein Haus rein. Ich habe keine Ahnung. Das könnte sein. Okay, jetzt ist definitiv Sonnenuntergang. Wir gehen mal hier weiter nach hinten. Da sehe ich aber auch nichts. Da sind Hunde. Katze, wo bist du? Bist du bei mir? Und wir haben uns verloren. Ich bin nicht bei dir insgesamt, aber ich sehe hier auch niemanden. Guck mal, ich gehe... Wo bist denn du? Ich sehe was. Ich sehe... Was siehst du denn? Ich sehe was. Oh. Warte, wo bist du? Beim Wasser. Wo beim Wasser? Das ist ein kleiner See hier insgesamt mit einer kleinen Insel. Ah, nee, da bin ich nicht. Ich geh mal oben auf den Baum drauf, ja? Ja, ich bin auch auf dem Baum oben. Hallo, bin oben drauf. Ich sehe dich überhaupt nicht. Ich sehe dich auch nicht. Wo bist du denn abgeblieben? Hallo? Siehst du den Berg mit dem Wasserfall? Ja, geh einfach wieder zurück. Ich weiß, wer unsere Katze hat. Und ich bin nicht erfreut darüber. Pass ja auf. Ich weiß nicht, ob wir ihn angreifen sollten. Sagen wir es mal so. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Da ist er. Er hat mich gesehen. Und Epic, da bist du. Hallo. Oh, was haben wir denn hier? Okay, wir gehen einfach nach unten. Die Katze ist eingesperrt. Tatsächlich. Und das ist einfach... Der Cringe? Oh, der Cringe tatsächlich. Warum hat er unsere Katze? Der hat unsere Katze geklaut. Hey! Lass sie frei! Das seid ihr ja, Epic Cutter. Ich bin der Cringe. Ja, das wissen wir. Können wir unsere Katze wieder haben? Das ist unfair. Lass die arme Katze in Ruhe. Ihr kennt mich, umso besser. Dann wisst ihr ja, was meine Mission ist. Oh, er will Weihnachten zerstören. Das stimmt. Er hasst Weihnachten. Oh, hey. Cringe, nee. Wir haben gerade alles geschmückt. Ich weiß, was du von uns möchtest. Richtig, Weihnachten zu zerstören. Ich hasse dieses Fest. Und ihr werdet mir dabei helfen. Nein. Nee. Ich
helfen. Nee, wirklich nicht. In eurem Dorf wird geschmückt, gesungen, alles, was ich nicht leiden kann. Ihr werdet das aufhalten. Was soll das denn? Ja, okay. Und dann bekommen wir aber unsere Katze wieder, oder? Falls ihr meinen Deal nicht eingehen wollt, bin ich gezwungen, eure Katze... Naja, sie kommt nicht frei, sagen wir es so. Wir sind fies. Okay, egal, wir machen's. Egal. Dann werden wir Weihnachten oder den Weihnachtsvibe erstmal zerstören. Oh nein, Hauptsache der Katze, der tust du definitiv nichts an. Ihr macht also mit? Gute Entscheidung. Ja, wir machen mit. Ja. Oh nein, die armen Leute, sie werden uns richtig, richtig hassen dafür. Ja, das stimmt. Okay, was sollen wir machen? Erfüllt die Liste bis zum nächsten Sonnenuntergang. Und ich glaube, ein passendes Outfit wäre auch super. Moment. Oh. Was meint er denn? Wie sehen wir denn jetzt aus? Wir sind der Cringe geworden. Oh nö. Hey, jetzt sehe ich hier aus wie ich. Perfekt. Das ist gar nicht perfekt. Ich habe eine Cringe-To-Do-Liste bekommen. Was steht denn da drin? Okay, warte mal. Anti-Weihnachtsliste. Es gibt insgesamt 4 Aufgaben. Das hört sich ja machbar an. Erstens, komplette Weihnachtsdeko verbrennen. Nö, von allem. Oh nein, die schöne Deko. Zweitens, bringt Bodo zum Weinen? Okay, drittens, baut eine Cringe-Statue. Was soll das denn? Und viertens, trollt James sie weint. Warum sollen denn alle weinen? Oh nein, das ist wie so ein Fies. Okay, warte mal, das müssen wir bis zum nächsten Sonnenuntergang machen. Also haben wir einen ganzen Tag dafür Zeit. Okay, also das mit der Weihnachtsdeko, das müssen wir auf jeden Fall jetzt im Dunkeln machen. Wenn alle in ihren Häusern sind. Alles müssen wir verbrennen. Die ganze schöne Deko hier. Oh nein, dann fangen wir schön an, alles abzubauen. Ich baue hier mal alles weg. Was ist denn da los? Oh, die Leute werden uns richtig, richtig dafür hassen. Boah, wir müssen uns dick beeilen. Also jetzt mal ernsthaft, diese kleinen Girlanden abzubauen, dauert ja Ewigkeiten. Das stimmt, wir müssen uns wirklich sehr, 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 sehr schnell beeilen. Die kompletten Weihnachtsbäume müssen ja auch alles weg. Alles muss weg, alles muss verbrannt werden vor allen Dingen. Wir müssen uns auf jeden Fall doch noch einen Flintenstiel machen oder sonstiges. Oh nee, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und da müssen wir noch schauen. Bodo müssen wir zum Weinen bringen. Alles klar, ich weiß nicht, wie wir das hinbekommen sollen. Und Jay müssen wir so lange trollen, bis sie weint. Und wie machen wir eine Cringe-Statue? Ich bin mir nicht ganz sicher, vor allen Dingen, wo sollen wir die denn hinbauen? Ich weiß es nicht. Also es sind auf jeden Fall sehr viele Fragen offen. Also das erste Haus ist auf jeden Fall komplett weihnachtslos jetzt. Ich mache jetzt nochmal den Rest weg. Du hast schon die großen Sachen weg, denke ich mal. Ja, hier habe ich alle weg. Und wir sind jetzt hier einfach als Cringe unterwegs. Oh nein. Okay. Wir gucken mal. Ich glaube, da hinten waren da noch Hirsche oder hast du die schon? Ja, die hast du schon. Ja. Okay, dann machen wir jetzt erstmal den Kleinkram. Hoffen, dass es dann noch Nacht ist. Und dann müssen wir mal gucken, was wir zuerst anfangen. Was denkst du? Erst die Statue, erst die Leute, ich weiß es nicht. Wir sollten vielleicht also erstmal alles verbrennen, dann die Statue bauen und dann die Leute trollen. Okay, dann bauen wir erstmal alles ab und dann gucken wir mal, wie wir eine Statue von dem bauen hier. Und ich habe die letzten Girlanden noch. Okay, es ist jetzt alles weihnachtsfrei, denke ich mal. Ja. Dann machen wir einfach mal in der Mitte ein großes Feuer, Epic, würde ich sagen. Guck mal, ich gehe das mal hier alles hinlegen, was ich habe. Alles muss weg. Okay, du hast sehr viel. Die ganzen Socken, alles die Weihnachtsmänner. Verbrannt. Die ganzen Girlanden, oh nein. Toll, was ist das denn? Jetzt haben wir gar keine Weihnachtsdeko mehr an Weihnachten. Nein, okay, wir müssen uns beeilen. Cringe-Statue. Ja. Ach, das Ding ist halt, der hat ja rot und grün an. Ja. Also wir können auch nur den Kopf bauen, theoretisch. Das könnte ich machen. Ich mach mal ein bisschen Platz. Okay, das heißt. Wir brauchen auf jeden Fall grüne Blöcke, ein bisschen und rot. Dann gelbe und rote für die Augen. Ja, okay. Wollen wir die hier bauen, die Statue? Ja, ich würde sagen, wir machen das. Es muss ja auch nicht sonderlich schön sein. Er hat ja nicht gesagt, dass wir ihm jetzt ein Ebenbild bauen müssen von ihm. Aber irgendwas, was dem Cringe nahe kommt, dass er Hauptsache unserer Katze nichts antut, dass er uns damit erpresst, ist so fies. Och Mann. Wir haben jetzt so eine kleine Plattform, würde ich sagen. Okay, wir müssen natürlich auch immer schauen, ob nicht irgendjemand hier mal wach wird. Ja, das stimmt. So, dann bedeutet das, ich mache einfach mal so, wir machen nur den Kopf hin, oder? Ja, genau, nur den Kopf. Ja, sonst ist es auch viel zu schwer. Okay, ich habe mich direkt erstmal verbaut. Wir müssen nur gucken, also hinten ist, glaube ich, eher rot wegen der Weihnachtsmütze, die er auch trägt. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, ja. Warte. Sehr gut. So, Zeit, zack. So müsste das sein, ja? Okay. So, und jetzt 8 nach oben. Ja, genau. Und dann gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Das wird ja riesig. Das Oh, stimmt. nee. Oh, Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ja. Das wird ja richtig komisch Momentan, das ist vor allem direkt aussehen. neben unserem Häuschen. Ja, das sieht vor allen Dingen aus wie. Ach Das nee. sieht richtig hässlich Das sieht gar aus. nicht schön aus, wirklich nicht. Und unsere Cringe-Statue ist fast fertig. Also, ich muss sagen, es sieht echt gut aus. Ich habe mir jetzt noch mal ein paar Gedanken gemacht. Also, ihr müsst wissen, Bodo ist ein kleines Kind. Den zum Weinen zu bringen, es hört sich so fies an, aber es ist relativ Ja, simpel, glaube ich. Wir können ihn stimmt. einfach als Cringe erschrecken. Mit Jane ist es ein bisschen was anderes. Die müssen wir ja trollen. Und ich habe mir gedacht, wir könnten vor Janes Haus eventuell ein Schild hinstellen, dass sie heute dann in diese Cringe-Statue reinlaufen soll. Und wir machen da einfach eine richtige Falle hin. Das Oh ja. bedeutet, ich glaube, Janes Haus ist das hier mit den pinken Möbeln. Ja, richtig. Dann schreibe ich mal hin direkt, treff mich in der Cringe-Statue. Okay, und ich hoffe, dass wir da jetzt was Gutes reinbauen können. Das heißt, wir machen da ein bisschen frei. Und gucken mal, dass wir da was zum Drollen reinbekommen. Mal gucken. Und die Falle steht. Und Leute, das sind hier einfach unsichtbare Blöcke. Das heißt, wenn man da reinfällt, ich kann es leider euch nicht ganz zeigen. Ich hoffe, wir sehen es einfach direkt epic. Okay, das heißt, wir gucken mal, wie hell es gerade ist. Es ist gerade Sonnenaufgang. Da würde ich sagen, gleich werden eh alle aus den Häusern stürmen. Wir müssen unbedingt noch Bodo trollen oder ein bisschen nerven. Okay, er hat ein kleines Croissant in der Hand. Seine Mutter ist gerade nicht da. Dann würde ich sagen, wir kriegen hier die Fenster nicht auf. Doch, kriegen wir. Oh, sehr Perfekt. gut. Okay, ich würde sagen, wir stehen einfach ganz creepy vor ihm und erschrecken ihn dann. So, Bodo. Bodo. Und na, wir werden Weihnachten zerstören. Dein liebstes Fest. Er weint. Easy. Oh Nein. nein. Bodo, wir sind Cringes. Es tut uns. Oh, er rennt zu seiner Mom. Okay, renn weg, renn weg, renn Der weg, muss renn da weg, renn weg, renn los. weg, renn weg, renn, 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 renn. Okay, Jane ist noch nicht wach. Er wird safe zu seiner Mutter rennen. Ich hoffe, er rennt nicht raus oder so. Wir verstecken uns mal hinter dem Häuschen bei uns. Okay, Epic, wir haben noch eine letzte Aufgabe. Und zwar, Jane zu trollen. Und ich hoffe, Stimmt. sie sieht hier unser Schild. Und Bruno und seine Mutter gehen auf jeden Fall nicht raus. Okay, wir können mal. Jane ist wach geworden. Jane ist wach geworden. Sie Tatsächlich. liest die Nachricht. Oh nein, 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 nein. Okay, ein bisschen zurück, ein bisschen zurück, ein bisschen zurück. Am besten vielleicht hier nach links oder so. Mal gucken. Eventuell sieht sie uns nicht. Vor allen Dingen, die Cringe-Statue ist ja komplett neu. Und Das wir müssen auch bei ihr stimmt. nachschauen, ob sie weint. Oh nein, da ist es. Ah, oh, sie läuft gleich rein. Ich hoffe, es klappt alles. Und dann haben wir unsere Tatsächlich. Katze Oh, wieder. der Oh, Diamantschwert. warum hat sie das? Oh, das ist nicht gut. Das Ich bin Ganze gar nicht ganz nicht gut. sicher. Geht sie rein? Ja, sie Oh, geht ich rein. glaube, sie geht rein. Oh, sie geht rein. Jetzt müssen wir Oh, nur gucken. Denkst du, plumpst sie in sie die fällt doch Falle? rein? Ich halte es ein bisschen in Blick. Ich bin mir nicht ganz Ich sicher. bin mir auch nicht ganz sicher. Sie sagt sogar Hallo. Oh, Ich weiß nicht, ob ihr. oh. Sie ist Hilfe! reingefallen. Oh! Okay. Oh, jetzt müssen wir nur gucken. Hoffentlich weint sie. Hoffentlich weint sie. Hoffentlich weint sie. So, ich schalte es mal ganz kurz aus. Und tatsächlich, Leute. Oh mein Gott, sie weint einfach. Wir können hier alles wegmachen. Sehr gut. Okay, schnell weg, Epic. Okay, wir haben eigentlich alles erledigt. Das Unsere Katze. Wir stimmt. müssen unsere Katze auf jeden. Wir haben sogar vor Sonnenuntergang geschafft. Ja, stimmt. Wir Obwohl, müssen Epic. beeilen. Ich muss sagen, eigentlich dürfte der Künstler damit gar nicht. Ja, wegkommen, oder? Das stimmt. Der ist mies und fies. Wir könnten auch die Zeit jetzt halt nutzen, um ihn eine Falle zu stellen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Vielleicht machen wir das. Wir könnten ja da, wo er ist und wahrscheinlich rumlaufen wird, oder hier, auch ein Schild hinstellen, dass er uns ebenfalls im Cringe-Haus suchen soll. Oh, ja, da können wir ihn auch in die Falle locken. Das ist eine gute Idee. Okay. Ich mach mal ein Schildchen nochmal. Und dann hoffen wir mal, dass das alles nochmal klappt und. Ja, dass unsere Weihnachtssachen dann bald wieder da sind. Wir werden auf jeden Fall alles bezahlen müssen.
Also ein Schild habe ich mal geschrieben. Treff uns in der Cringe-Statue, wir haben alles erledigt. Genau da vorne müsste er da hinten sein und warten. Mit unserer Katze als Gefangene. Okay, Epic, das bedeutet, wir haben alles natürlich wieder zugemacht. Jane haben wir rausgeholfen. Wir haben es ja gemacht. Jetzt ist die große Sache. Ich hoffe, das reicht für ihn und dass er nichts mitbekommen hat. Er sieht auf jeden Fall, dass hier nichts mehr weihnachtlich aussieht, sag ich mal. Also keine Deko da ist. Und dann gucken wir, dass er da drin ist, holen unsere Katze und am besten bauen wir es komplett dann zu, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Jetzt muss es nur noch dunkel werden. Und es ist jetzt auf jeden Fall dunkel, Sonnenuntergang. Ich hoffe, unsere Katze, da ist er. Er läuft hier sogar lang, Epic. Bitte, er muss unbedingt, oh wie schön, sagt er sogar, er muss unbedingt darauf auch reinfallen, genauso wie Jane. Okay, oh, er darf mich nicht sehen, er darf mich nicht sehen. Pass bloß auf. Und jetzt muss er einfach nur reinplumpsen, einfach nur reinplumpsen und ich mach einfach zu. Ja, okay. Oh, er ist drin, tatsächlich. Soll ich zumachen einfach? Ich baue einfach zu. Okay, ich baue hier einfach zu und hier und da und so. Und jetzt holen wir unsere Katze schnell ab. Dann haben wir ihn einfach eingesperrt, den echten Grinch. Gut. Und da ist es sogar. Da ist unsere Katze. Oh, okay, sie wird auf jeden Fall wieder freigelassen. Und ich weiß gar nicht, denkst du, morgen früh werden wir wieder zu uns? Ich hoffe, ich will nicht den ganzen Tag der Grinch sein. Also ein ganzes Leben lang eher. Nicht nur einen Tag. Okay, Katze, du kommst mit, du bist wieder frei. Ich kann dich sogar hochnehmen. Perfekt. Und dann laufen wir mit ihr wieder zurück und morgen früh sollte alles wieder gut sein. Und guten Morgen. Und wir sind wieder wir. Es hat geklappt. Ja, das stimmt. Okay, alles ist wieder gut. Nur eine Sache fehlt natürlich noch, damit alles wieder wirklich, wirklich gut ist. Erstens muss der weg. Und Epic, wir müssen alles wieder weihnachtlich schmücken. Das schulden wir den Leuten hier auf jeden Fall. Das stimmt. Aber der Grinch ist jetzt, ja, bis dato immer noch hier drin. Der ist in der Statue eingesperrt. Den werden wir nochmal richtig gut einbauen. Danke, und Epic, rein. Weihnachten wird dadurch einfach wahrscheinlich richtig gut, ja? Du schau mal rein. Ist er da? Da steht er! Warte, wo ist er? Ich will auch gucken. Da ist er wirklich! Und nein! Sehr gut. Ich muss sagen, es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja, ja. Und der Grinch ist so, so fies. Das stimmt. Es hat aber alles ganz gut geklappt. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.